Bienvenue à Wiesbaden. Guten Abend. Was ist denn hier los? Eine Gasleitung ist defekt. Es besteht Explosionsgefahr. Oh, ich komme gerade aus dem Urlaub. Ich wohne da hin. Wir haben ein Notquartier in einer Turnhalle eingerichtet. In einer Turnhalle? Schönen Abend noch. Ja, Ihnen auch. Danke. Wie lautet die Grundregel am Empfang? Der Gast soll beim Einchecken dreimal mit dem Namen angesprochen werden. Das gibt ihm das Gefühl, dass man ihn schätzt. Außerdem kann man sich so die Namen merken. Trotzdem, 140 Namen, das schaffe ich doch nie. Das stimmt doch nicht. Du bist doch schon viel besser als ich. Ich sehe schon. Ihr beide seid ein prima Team. Guten Abend. Guten Abend. Mein Name ist Reuter. Haben Sie ein Zimmer für mich für eine Nacht? Das haben wir. Sie hatten nicht reserviert, Herr Reuter? Nein. Wenn Sie das bitte ausführen würden, Herr Reuter? Sie haben das Zimmer 115. Mit dem Aufzug in die erste Etage und dann nach rechts. Frühstück gibt es zwischen 7 und 10 Uhr im Restaurant hier im Erdgeschoss. Und wenn Sie mir Ihre Autoschlüssel geben, dann fahren wir Ihren Wagen in die Tiefgarage. Das ist nett, danke schön. Danke sehr. Herr Warner, würden Sie bitte dem Herrn Reuter das Gepäck aufs Zimmer bringen? Und wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt, Herr Reuter. Ich danke Ihnen, Frau Thebes. Das waren aber viermal Reuter, ne? Lieber einmal Reuter zu viel als einmal zu wenig. Hm? Mhm. Endlich mal wieder ein Abend nur für uns zwei. Den haben wir uns auch verdient. Dann bin ich doch nicht mehr gleich nach Hause. Erst essen. Oder möchtest du, dass wir zwei verhungern? Nee. Ich habe vorhin mit meiner Mutter telefoniert. Benny hat ihr verraten, dass die kleinen Kinder nicht vom Klapperstorch gebracht werden. Wer sowas glaubt, wäre blöd. Siehst du mal, wie clever unser Sohn ist. Was ist denn? Au. Kerstin. Ich hatte vorhin schon so ein Ziehen. Ist schon okay. Lass mich mal einen Moment. Au! Oh! Au! Was ist? Immer mehr heute. Sagen Sie, waren die alle wirklich schon hier? Deneuve, Michel Pfeiffer, Adorf. Ja, ich liebe Kino. Was ist Ihr Lieblingsfilm? Oh, Das Auge, Michel Serrault. Ah, Claude Millière. Richtig. Sie sind Cineast. Ah, was ist denn Ihr Lieblingsfilm? Stirb langsam, mit Bruce Willis. Thomas, ich bin's. Ich wollte mich zurückmelden. Ich hab schon bei euch zu Hause versucht. Ich glaube, ihr seid unterwegs. Was?
Sie wollten geweckt werden? Es ist 6.20 Uhr. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Entschuldigung. Kann ich Ihnen helfen? Geht's Ihnen nicht gut? Das ist doch die Kollegin von der Rezeption. Hallo? Staatsanwalt Reuter, verbinden Sie mich mit dem Kriminaldauerdienst, bitte. Wer sind Sie? Ich bin Paula Breuer, Ihre Schwester. Kommen Sie, wir warten draus. Kommen Sie. Thomas. Ja? Morgen. Er soll doch das der Pommering machen. Ja, ich weiß auch, dass ich Bereitschaft habe. Ja gut, dann komme ich in einer halben Stunde vorbei. Entschuldigung. Ich komme mal, es geht zurück. Oh mein Gott. Entschuldigung. Danke. Sie sehen aus, als hätte man Sie in der Tiefschlafphase erwischt. Ja. Wer ist denn das? Sandra Teves, eine Hotelangestellte. Angriff gegen den Hals. Sie wurde wahrscheinlich erdrosselt. Außerdem gibt es Abwehrverletzungen an den Händen, Blutergüsse an den Oberschenkeln. Alles deutet auf eine Vergewaltigung hin. Todeszeitpunkt? Zwischen 22 und 23 Uhr. Sie wurde vor etwa einer Stunde gefunden von ihrer Schwester. Die arbeitet auch hier im Hotel. Was macht denn eigentlich ihr Vater hier? Ich dachte, der ist im Urlaub. Nee, der wohnt vorübergehend hier im Hotel. Ist Kerstin oben? Nee, die ist im Krankenhaus. Wir haben gestern Nacht unser Kind verloren. Was? Aber wieso sind Sie nicht bei ihr geblieben? Das hier könnte doch jemand anders machen. Kerstin hatte nichts dagegen und ich kann jetzt hier nichts mehr machen. Womit ist sie denn erdrosselt worden? Mit einem Seil. Die Kollegen suchen noch danach. Um 6 Uhr habe ich meinen Dienst angetreten. Ich bin in den Keller gegangen, um die Bestände für das Reinigungspersonal zu checken. Da habe ich sie gefunden. Wann haben Sie denn Ihre Schwester zuletzt lebend gesehen? Wir haben uns gestern Nachmittag getroffen. Auf einen Kaffee. Meine Schicht war zu Ende, ihre fing gerade an. Hi. Was ist denn passiert? Sandra ist tot. Entschuldigung, wer sind Sie? Ich bin Mike Breuer, ich bin Paulas Mann. Mhm. Thomas Reuter, Kripo Wiesbaden. Ihre Schwägerin wurde gestern Nacht hier im Hotel ermordet. So, ich habe sie doch noch gesehen. Wann? So gegen 22 Uhr. Sie wollte gerade Feierabend machen. Sie haben die gleiche Schicht? Ja. Haben Sie denn schon einen Verdacht? Hast du Ihnen von dem Stalker erzählt? Nein. Sandra wurde verfolgt. Schon seit Wochen. Jeden Tag Rosen, Liebesbriefe, Anrufe. Natürlich immer anonym. Zuerst hat sie das nicht ernst genommen, aber es wurde immer schlimmer. Zuletzt schickte er ihr Fotos, die er heimlich von ihr gemacht hat. Hat ihre Schwester Anzeige erstattet? Ja. Und hatte sie eine Vermutung, wer der Stalker sein könnte? Aber Sie haben einen Verdacht. Sandra hatte ein Verhältnis mit unserem Hoteldirektor, Sven Völkel. Sie hat mit ihm Schluss gemacht, aber er wollte das einfach nicht akzeptieren. Was war der Grund für die Trennung? Dass er sie nach Strich und Faden benutzt hat.
Der hätte sich doch nie von seiner Frau getrennt. Was macht sie da so sicher? Seiner Frau gehört das Hotel. So ein Quatsch. Sie hatten also kein Verhältnis mit der Ermordeten? Nein. Ich bin glücklich verheiratet. Ja, habe ich schon gehört, mit der Besitzerin des Hotels. Wenn es für die Ermittlung eine Rolle spielt. Und Sie haben Frau Teves auch keine Blumen geschickt oder Fotos gemacht? Frau Teves hat mir erzählt, dass sie verfolgt wurde. Ich habe ihr geraten, zur Polizei zu gehen. Mhm. Und wo waren Sie, nachdem Sie gestern Abend das Hotel verlassen haben? Was soll das? Ich habe Frau Teves weder vergewaltigt noch umgebracht. Ich habe damit nichts zu tun. Dann können Sie mir auch sagen, wo Sie waren. Ich habe Schach gespielt. Gehen Sie noch ein bisschen genauer. Ah, Entschuldigung, wo ist denn der Spind von Frau Teves? Der ist da drüben, die 24. Ja, danke. Und wer sind Sie? Christian Roloff. Mhm. Waren Sie gestern Abend auch hier? Ja, ich war bis 22 Uhr hier. Ich hab's schon mitgekriegt, das mit Sandra. Und was haben Sie nach Dienstschluss gemacht? Ich war im Sportstudio mit zwei Freunden. Das lässt sich ja sicher nachprüfen, oder? Ja klar, ich kann Ihnen den Namen aufschreiben. Was ist? Ja. Ja, da sind Sie. Guten Morgen, Herr Hauptkommissar. Morgen, Herr Staatsanwalt. Ich war gerade am Tatort. Ist das Tatwerkzeug schon gefunden worden? Nein, aber wir gehen davon aus, dass Frau Teves mit einem Strick erdrosselt wurde. Fingerabdrücke? Ja, eine ganze Menge, aber der Raum war ja auch für alle zugänglich. Sollte an der Leiche fremde DNA gefunden werden, wovon auszugehen ist, nehmen wir von sämtlichen männlichen Hotelangestellten und Hotelgästen DNA-Proben. Haben Sie die Gäste schon gecheckt? Sind gerade dabei. Das wird viel Arbeit, tut mir leid. Aber Sie und Ihre Frau, Sie werden das schon schaffen. Wo ist die überhaupt? Die ist krank. Übelkeit und so, das gehört zu einer gesunden Schwangerschaft dazu. Nehmen Sie das nicht zu ernst. Christian ist fix und fertig. Der war doch so verknallt in Sandra. Vielleicht hat er sie ja umgebracht. Enttäuschte Liebe. So ein Quatsch. Sag mal, worüber hast denn du eigentlich gestern mit Sandra gestritten? Das ging ja richtig zur Sache. Das hat sich vielleicht in meine Arbeit eingemischt. Was ist das hier? Ich war nicht der Einzige, der deshalb mit dir Stress hatte. Ich habe dich gestern noch nach 10 im Hotel gesehen. Wir gucken gleich. Ist doch komisch, du hast doch deinen freien Tag, oder? Ich habe die Inventurlisten gemacht. Dazu bin ich vorher nicht gekommen. So verstehe. So verstehe? Immer wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Wie meinst du das? Du weißt genau, was ich meine. Der Tod von Frau Teves hat uns alle sehr mitgenommen. Und ich kann verstehen, dass es jetzt schwerfällt, ganz normal Dienst zu machen. Aber wir sind ein Hotel und unsere Gäste haben Anspruch auf den allerbesten Service. Ja, also lächeln, auch wenn uns zum Weinen zumute ist. Herr Breuer, was liegt aktuell an? Also, wir haben heute eine Auslastung von 78%. Am späten Abend erwarten wir eine Reisegruppe aus Dänemark. Die sind auf der Durchreise, das heißt, Küche und Service müssen sich darauf einstellen, dass es später wird. Alles von meiner Seite. Herr Deich hat etwas Besonderes in Ihrem Bereich? Wir haben mittags ein Bankett für 40 Personen. Es ist weiter kein Problem, alles im Griff. Was seid ihr bloß für Menschen? Heute Nacht ist meine Schwester vergewaltigt und ermordet worden. Wie könnt ihr einfach so zur Tagesordnung übergehen?
Frau Breuer, wollen Sie sich nicht doch lieber freinehmen und nach Hause gehen? Gut, dann war's das. Und bitte kooperieren Sie mit der Polizei. Herr Kommissar Reuter wird Sie einzeln befragen. Paula? Musste das eben sein? Ja, das musste sein. Geht dir das denn gar nicht nah mit Sander? Doch, das geht mir sehr nah. Aber vielleicht hat Volkle recht und du solltest mir Urlaub machen. Solange ihr Mörder frei herumläuft, bleibe ich hier. Die drei VIPs, die heute ankommen, sind zum ersten Mal bei uns. Haben wir Informationen, ob etwas Besonderes arrangiert werden soll? Nein. Wie nein? Haben wir keine Informationen oder haben die Gäste keine besonderen Wünsche? Paula, fängst du jetzt auch so an? Nein heißt nein. Der Rest interessiert dich nicht. Frau Breuer, kann ich etwas für Sie tun? Nein, der Kommissar will gleich noch mal mit mir reden. Nein. Sagen Sie, wie war eigentlich das Verhältnis Ihrer Schwester zu den anderen Kollegen? Sind Sie nicht privat hier? Ja. Ja, dann werden Sie sicher auch verstehen, dass ich Privatpersonen keine Auskunft gebe. Frau Breuer, bitte. Dankeschön. Ich habe gerade mit dem Krankenhaus telefoniert. Sie schläft immer noch. Schöne Blumen hast du da. Ja, die sind für Kerstin. Ich fahre gleich mal vorbei. Was hat denn die Befragung des Hotelpersonals ergeben? Keiner hat was gesehen, keiner was gehört. Und alle wollen sich sehr gut mit Sandra Thewes verstanden haben. Aber ich habe die Kollegin gesprochen, bei der Sandra Thewes vor 3 Wochen die Anzeige wegen Stalking erstattet hat. Ah ja, und? Er muss sie tatsächlich massiv bedrängt haben. Einmal hat er ja sogar mitten in der Nacht einen Krankenwagen geschickt. Und dieses angebliche Verhältnis mit Direktor Völkel? Der streitet natürlich alles ab. Ich fahre jetzt noch mal in der Gerichtsmedizin vorbei und dann mache ich mich an die Überprüfung von Völkels Alibi. Angeblich spielt er jeden Dienstagabend mit einem ehemaligen Mitarbeiter Schach. 9 Euro für eine Flasche Wasser. War früher mal 18 Mark. Tja. Sag mal, Thomas, wie wär's denn, wenn ich noch einen Tag hier bleibe und ein bisschen die Augen offen halte? Adrian hat den Fall übernommen. Ich weiß nicht, ob der so begeistert ist. Andererseits, du hast Urlaub, kannst du machen, was du willst. An den Oberschenkeln und im Vaginalbereich weisen eigentlich eindeutig auf eine Vergewaltigung hin. Spermaspuren? Der Täter muss ein Kondom benutzt haben. Aber damit habe ich sowieso gerechnet. Womit haben Sie nicht gerechnet? Dass er auch sonst keine Spuren hinterlassen hat. Keine Fasern, keine Hautpartikel. Weder am Körper der Toten noch an der Kleidung. Also wenn Sie mich fragen, dann hat Frau Thewes nach der Vergewaltigung ausgiebig geduscht und dann frische Kleidung angezogen. Moment mal. Also, der Täter vergewaltigt sie, er lässt ihr Zeit zu duschen und dann erdrosselt er sie. Also, das würde ja bedeuten, dass er sie gezwungen hat, seine Spuren zu verwischen. Am besten, Sie kommen morgen noch mal wieder. Dann bin ich mit der Untersuchung weiter und kann Ihnen hoffentlich mehr sagen. Okay, mach ich. Bis morgen. Des Rammlers? Nein, ich komme wegen Sven Völkel. Thomas Reuter, Kripo Wiesbaden. Was hat der denn verbrochen? Nichts. Was ist denn mit dem Rammler? Nichts. Mit dem ist nichts. Ich habe ihn annonciert. Bohlen hat sämtliche Trophäen eingeheimt. Aber jetzt ist seine beste Zeit vorbei. Sehen Sie, das Fell geht ihm langsam aus. Oh je. Und dann nimmt ihn noch jemand. Nein. Nicht zum Wettbewerb. Aber zur Zucht. Bullen hat noch Kraft in den Lenden. Sie haben gestern Abend mit Völkel Schach gespielt. Ja. Das machen wir an jedem Dienstagabend. Alte Gewohnheit. Das haben wir schon damals im Hotel gemacht, als ich noch Portier dort war. Zur Entspannung, wenn mal Luft war. Und wann ist er gestern gegangen? So. Gegen Mitternacht. Warum wollen Sie denn das wissen? Der Hotelangestellte ist ermordet worden. Sandra Thewes. Kannten Sie Frau Thewes? Nein, nicht so. Ich bin seit 3 Jahren pensioniert. Das ist ja schrecklich. Ja, es kommt mir mal vor. Danke, das war's schon.
Ja, haben Sie Kinder? Ich will auch Schumi abgeben. Nein, also das heißt... Also meine Frau, wir haben einen 5-jährigen Sohn. Danke. Warten Sie einen Moment. Unsere Vereinszeitschrift mit Annonce. Sie haben doch Kinder. Schauen Sie sich das in Ruhe an. Jetzt ist Schluss. Ich würde mir das noch mal überlegen, Herr Direktor. Wollen Sie mir etwa drohen? Lassen Sie sich einen Krankenschein ausstellen. Und rufen Sie mich an, wenn Sie wieder arbeitsfähig sind. Gute Besserung. Frau Breuer, was machen Sie hier? Waren Sie gerade in Ihrem Büro? Nein. Wieso? Was haben Sie da? Nichts. Sie sind doch Staatsanwalt. Ermitteln Sie wegen Sandras Tod? Nein, nein, das macht ein Kollege. Ich bin privat hier. Um diese Zeit hat sie mit mir meinen Espresso getrunken. Ich glaube es einfach nicht. Sie war eine ganz besonders taffe Frau. Kann es sein, dass sie deshalb Ärger hatte mit einigen ihrer Kollegen? Ich meine, weil sie so taff war? Wie kommen Sie denn darauf? Ich habe nur zufällig mitbekommen, dass sie Streit hatte mit Herrn Breuer und auch mit Herrn Deichert. Wie heißt das, was Herr Deichert macht? Food and Beverage. Er ist für alle gastronomischen Einrichtungen hier zuständig. Ah ja. Sandra hat einfach mehr drauf als Sie beiden. Und das hat sie manchmal spüren lassen. Noch ein Chablis? Nein, danke. Ich will heute mal früh ins Bett. Möchten Sie vielleicht was aufs Zimmer? Ganz privat? Das ist eine gute Idee. Ja, danke. Hey, was ist das denn? Das ist die Knarre, die Gene Hackman in French Connection 2 benutzt hatte. Oh, ist nur eine Attrappe von einem Requisiteur. Mhm. Wozu brauchen Sie sowas? Vorzeigen reicht, um jede Art von Ärger zu unterbinden. Harry? Dirty Harry und seine Filmzitate. Wieso Dirty Harry? Harry, der Barkeeper. Ah. Er ist ein ausgeprägter Western- und Action-Fan. Also Actionfilme sind nicht mein Ding, aber vielleicht ist mein Leben ja aufregend genug. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Danke. Dein Vater war vorhin hier. Er sagt, die Ermittlungen laufen sehr schleppend. Ja, wir haben noch nicht mal DNA-Spuren. Und die Befragungen im Hotel haben auch nichts ergeben. Ich glaube, die Tabletten fangen an zu wirken. Ich muss jetzt ein bisschen schlafen. Und du musst morgen früh raus. Okay, schlaf gut. Ich komme morgen wieder. Kopf hoch, ja. Sie sehen nicht so aus, als hätten Sie mich erwartet. In der Tat. Aber Harry hat Sie doch gefragt, ob Sie noch etwas aufs Zimmer haben möchten. Ich habe da eher an eine Flasche Wein gedacht. Die habe ich dabei. Ich sehe schon,
Wir beide kommen nicht ins Geschäft, oder? Wissen Sie, ich bin eher der romantische Typ. Falls Sie es sich noch mal anders überlegen sollten, Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Ich wünsche Ihnen trotzdem einen schönen Abend. Ich danke Ihnen. Danke auch. Tschüss. Tschüss. Herr Völkel ist nicht da. Ja, ich suche nach Beweisen. Beweise? Was sind für Beweise? Herr Völkel ist der Stalker. Er hat Sandra vergewaltigt und umgebracht. Ich habe ihn gestern überrascht, wie er Fotos vernichtet hat. Fotos von Sandra. Ich bin mir ganz sicher. Haben Sie das dem Kommissar schon gesagt? Der wird mir erst glauben, wenn ich Beweise habe. Frau Breuer. Herr Völkel, ich wollte Sie kurz sprechen. Frau Breuer war so nett, mir zu zeigen, wo ich Sie finde. Ja, was kann ich für Sie tun, Herr Reuter? Ich bin ja offiziell nicht mit diesem Fall betraut, aber mir ist zu Ohren gekommen, dass Sandra Teves mit anderen Angestellten Streit hatte. Naja, Frau Teves hat eine vielversprechende Zukunft vor sich. Das haben einige ihrer männlichen Kollegen naturgemäß nicht gerne gesehen. Das Übliche eben. Aber das ist der Polizei schon alles bekannt. Herr Mayer, das ist eine ganz interessante Zeitschrift. Da stehen die Vereinstermine drin. Ich habe mit dem Kassenwart telefoniert, Herr Mayer. Sie haben mich angelogen. Sie waren am Dienstag bis ca. 23 Uhr auf der Sitzung des Vereinsvorstands. Herr Mayer! Sie haben Ihrem ehemaligen Chef ein falsches Alibi gegeben. Und ich dachte schon, Sie kommen wegen des Schumi, ne? Völkel hatte mich darum gebeten. Die beiden haben sich jeden Dienstag in Sandras Wohnung getroffen. Seiner Frau hat er gesagt, er spielt mit mir Schach, falls seine Frau mal fragt. Frau Teves hat doch mit Herrn Völkel Schluss gemacht. Wussten Sie das nicht? Doch! Sie wollte, dass er sich von seiner Frau trennt. Aber das ging ja nun nicht so einfach mit dem Hotel und so. Könnte es sein, dass Herr Völkel deshalb nicht so gut auf Frau Teves zu sprechen war? Besonders glücklich war er nicht. Er hat doch alles Mögliche versucht, um sie umzustimmen. Herr Mayer, kommen Sie bitte morgen um 11 ins Präsidium, dann muss ich das alles protokollieren. Danke, das war schon. Und jetzt beschmeißen Sie andere mit Dreck! Frau Breuer, warum sollte ich so etwas erfinden? Ich gebe Ihnen die Telefonnummer, dann können Sie selbst nachfragen. Frau Breuer, ich werde die Polizei informieren. Herr Völkel, Sie wollten mich sprechen? Ja, kommen Sie rein. Hey. Thomas. Was machst du noch hier? Ah, ich bin mal weg. Ja, und? Hat dein Undercover-Einsatz was gebracht? Ja, sagen wir mal so, ich habe ein bisschen mehr davon erwartet. Was wird denn das, eine Festnahme? Ja, Völkel, das Alibi für die Tatnacht ist geplatzt. Jetzt nehme ich ihn in den Mangel. Geh sofort. Danke. Entschuldigung, ich würde gerne mit Herrn Völkel sprechen. Gut, dass Sie da sind. Kommen Sie. Außer Ihnen käme auf die Idee, in der eigenen Stadt Urlaub zu machen und dann noch im Hotel zu wohnen. Von wegen Urlaub. Ich hatte hier zu tun. Und wie? Kann man mehr erfahren? Ja, beim Glas Wein. Gut.
Wann? Freitagabend, kleine Weinprobe bei Stande Albert. Seit angeblich eine gute Quelle aufgetan. Schön, freue mich. Darf ich Sie abholen? Ja. Aber jetzt muss ich erst mal arbeiten. Bis dann. Ich wette, bei diesen Toten waren Sie auch als Erster am Tatort. Welcher Tote? Wo war denn das Seil befestigt? Da über das Ohr. Ja? Da über das Ohr. Wer will der denn da in meinem Fall? Haben Sie das Seil abgenommen? Ah, Kollege Adrian. Keine Sorge, ich bin da zufällig vorbeigekommen. Na sowas? Ja, als Hotelgast. Natürlich. Tja, sieht fast so aus, als ob durch Völkels Freitod auch der Fall Teves abgeschlossen wäre. Was meinen Sie, Herr Reuter? Ja, der Mann ist mir ein paar Mal über den Weg gelaufen. Er wirkte gestresst, aber nicht verzweifelt. Übrigens, dieser Teil des Hotels ist für Gäste gar nicht zugänglich. Und jetzt, wo es auch noch ein Tatort geworden ist, haben ausschließlich nur autorisierte Personen Zutritt. Hm. Keine Hotelgäste? Keine Hotelgäste. Oh. Dann gehe ich wohl mal. Paula, sind die Zimmer in der dritten Etage schon fertig? Die Gäste sind angereist. Ja, die Zimmer sind fertig. Okay. Mike. Was? Das Gespräch mit Völkel, das geht mir nicht aus dem Kopf. Paula, der wollte doch nur von sich ablenken. Der Selbstmord, das ist ein eindeutiges Schuldeingeständnis. Das zeigt, dass du recht hast. Ich weiß, das ist kein Trost, aber... Ich muss dir noch was sagen. Paula, später. Ich habe unten 30 Spanier stehen. Die waren 24 Stunden unterwegs. Die brauchen jetzt ihre Siesta. Wir sehen uns später, ja? Ich habe gerade erst angefangen. Äußerliche Verletzungen, die auf Fremdeinwirkung bei Völkel schließen lassen, habe ich bisher nicht gefunden. Warum haben Sie mich dann hierher bestellt? Weil die Obduktion von Sandra Teves weitere Ergebnisse gebracht hat. Ich habe Abrennspuren von Tränenflüssigkeit und Zerrungsblutung in den Zwischenwirbelscheiben gefunden. Jetzt machen Sie es nicht so spannend. Sandra Teves wurde nicht erdrosselt. Sie hat sich erhängt. Frau Dr. Brandt meint, der Ablauf ist gar nicht ungewöhnlich. Sandra Teves wollte sich erst mal reinigen, duschen, umziehen. Und die Kleider, die sie zur Tatzeit trug, die hat sie dann weggeworfen. Und der Schock muss erst später gekommen sein. Und dass wir keinen Abschiedsbrief gefunden haben, das passt zu einer Kurzschlussreaktion. Aber wie soll sie nach ihrem Tod sich aus der Schlinge befreit und das Seil entfernt haben? Jemand hat den Tatort manipuliert, damit es wie Mord aussieht. Ja, ich habe die Spurensicherung noch mal ins Hotel geschickt. Und Frau Dr. Brandt legt eine Extraschicht ein, um Völkel zu obduzieren. Und wenn du einen Verdacht hast, dann behalte ihn bitte nicht für dich. Hallo. Also Wiedersehensfreude stelle ich mir anders vor. Guten Tag, Frau Breuer. Sagen Sie, das muss ja ein furchtbarer Schock für Sie gewesen sein, Ihre Schwester hängen zu sehen. Wir wissen, dass es Selbstmord war. Sowas bleibt in der Gerichtsmedizin nicht unentdeckt. Entschuldigt. Ja, schießen Sie los. Warum wollten Sie, dass der Selbstmord Ihrer Schwester wie Mord aussieht? Völkel hat sie in den Tod getrieben. Darum wollten Sie, dass er zur Rechenschaft gezogen wird?
Ah, sind Sie sicher? Was haben Sie mit dem Strick gemacht, an dem Ihre Schwester sich aufgehängt hat? Den habe ich in den Müll geworfen. Da lagen Sandras alte Sachen. Ihre Bluse war zerrissen. Okay, danke. Sven Völkel hat ihre Schwester nicht vergewaltigt. Zur Tatzeit hat er vor Sandras Wohnung gestanden und auf sie gewartet. Das hat eine Nachbarin bestätigt. Ja, aber warum hat er sich dann... Hat er nicht. Er ist ermordet worden. Frau Dr. Brandt hat in Völkels Blut Spuren eines Betäubungsmittels festgestellt. Das heißt, Völkel war mit großer Wahrscheinlichkeit bewusstlos, als er in den Keller gebracht wurde. Das hat niemand bemerkt? Nee, es gibt einen Versorgungsaufzug direkt vom Bürotrakt runter in den Keller. Die Spurensicherer haben keinen Zweifel, dass Völkel darin transportiert wurde. Dann musste also nur ein paar Meter über den Flur gezogen werden. Ja. Und im Keller hat man dann seinen Kopf in die Schlinge gelegt, das andere Ende des Seils übers Rohr geworfen und Völkel daran hochgezogen. So entstanden auch die Zugrillen am Rohr. Ach so. Ja, beim Suizid ist es genau andersrum. Da wird das Seil zuerst befestigt und dann belastet. Genau. Wir haben einen Selbstmord, der wie ein Mord inszeniert wurde, und einen Mord, der wie ein Selbstmord aussehen sollte. Wird es lange dauern? Das hängt ganz von Ihnen ab. Bitte. Wir müssen reden. Wissen Sie, wer der Mann in der Lederjacke ist? Er heißt Joachim Jungblut, ein Bekannter von Helmut Deichert. Wenn die Katze tot ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Was heißt das? Der Völkel hat ihm Hausverbot erteilt. Warum? Es war nichts im Container. Verstehe ich nicht. Das kann nicht sein. Du musst für Ersatz sorgen. Mann, das ist so riskant. Ich dachte, das Problem Völkel hätte sich erledigt. Wir treffen uns in einer Stunde in der Tiefgarage. Sie glauben doch nicht, dass ich Herrn Völkel umgebracht habe. Mit dem Glauben ist es so eine Sache. Sie gaben ihm die Schuld am Selbstmord ihrer Schwester. Sie haben versucht, ihn zu belasten. Und als das nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat, könnten Sie auf andere Gedanken gekommen sein. Ich habe ihm nichts getan. Wo waren Sie zwischen 11 und 12 Uhr? In der Pause mit zwei Kolleginnen. Ihre Schwester ist eine selbstbewusste Frau. Sie war stark genug, ihren Stalker anzuzeigen. Ich verstehe nicht, warum sie nicht auch ihren Vergewaltiger angezeigt hat. Warum Selbstmord? Hätten Sie eine Sekunde? Bin gleich wieder da. Glauben Sie, dass Frau Breuer Sven Völkel getötet hat? Nee. Sie hat ihren Chef zwar gehasst, aber ich glaube nicht, dass sie psychisch oder physisch dazu in der Lage war. Ich glaube, dass der Vergewaltiger von Sandra Teves auch der Mörder von Sven Völkel ist. Sie hatten doch um eine Analyse der Fingerabdrücke auf dem Foto gebeten. Das Labor hat sich gemeldet. Und? Wir haben Glück. Der Mann ist vor 2 Jahren schon mal als Stalker angezeigt worden. Verstehe, der Jungblut ist also kein unbeschriebenes Blatt mehr. Danke, Frau Seebach, Sie haben mir sehr geholfen. Wie bitte? Ich bin morgen wieder im Büro, ja?
Sind Sie sicher, dass er zu Hause ist? Er hat die Spätschicht im Hotel und seine Kollegin meinte, dass er um diese Zeit eigentlich immer da ist. Ja? Das ist Staatsanwalt Adrian. Wir müssen mit Ihnen reden. Kommen Sie doch rein, bitte. Sie haben mir das Foto gezeigt, deshalb sind doch meine Fingerabdrücke drauf. Sie wurden vor 2 Jahren angezeigt, wegen Stalking. Die Anzeige wurde zurückgezogen. Ja, das weiß ich, Herr Roloff. Wie würden Sie denn Ihr Verhältnis zu Frau Teves beschreiben? Wir waren befreundet. Haben Sie in der Tiefgarage Überwachungskameras? Ja. Darf ich mal sehen? Können Sie von hier aus das Tor zu machen? Klar. Hallo? Können Sie das Tor aufmachen, bitte? Sie. Nur eine kleine Fahrzeugkontrolle, Herr Lindblom. Mein Name ist Reuter, Staatsanwaltschaft Wiesbaden. Kaviar, Gänseleberpastete, lauter hochwertige Lebensmittel. Wahrscheinlich hat Deichert sie aus den Listen gestrichen, wegen Ablauf des Verfallsdatums. Ich habe heute schon einen Sack mit solchen Lebensmitteln im Container gefunden. Also davon weiß ich nichts. Ich sollte hier nur was abholen. Herr Jungblut, wir wissen, dass Sie wegen Hehlerei vorbestraft sind. Sie sollten also besser kooperieren. Sie hatten Deichert schon vorher im Verdacht? Ich nicht, aber Sandra. Sie hat auch mit Völkel drüber gesprochen, aber der wollte das nicht glauben. Sie waren verschossen in Sandra Teves. Aber sie wollte von Ihnen nichts wissen. Dann haben Sie sie eben mit Gewalt geholt, was sie Ihnen freiwillig nicht geben wollte. Das ist nicht wahr. Oder sie hat sie bei ihrer Spannerei erwischt. Sie zur Rede gestellt. Und der Streit endete in einer Vergewaltigung. Ich hätte sowas nie antun können. Sie haben sie heimlich fotografiert. Sie haben sie nachts angerufen. Sie haben sie verfolgt. Sie haben Sandra Teves in Angst und Schrecken versetzt. Und jetzt erzählen Sie mir so einen Scheiß. Haben Sie wirklich geglaubt, so Ihre Zuneigung zu gewinnen? Sie waren davon überzeugt, dass Völkel Frau Teves umgebracht hat. Ihre geliebte Sandra. Das Objekt Ihrer Begierde. Und deshalb musste er sterben. Ich dachte, der hat Selbstmord verübt. Wir wissen, dass Sie mittags in seinem Büro waren. Haben Sie ihm da die K.O.-Tropfen in sein Wasserglas gegeben? Nein. Was wollten Sie von ihm? Er wollte was von mir. Es ging um einen neuen Job. Was für ein Job? Völkel hat mir angeboten, den Food- und Beverage-Bereich zu übernehmen. Das macht doch Helmut Deichert. Ja. Den hat er fristlos entlassen. Bist du denn völlig hirnverbrannt, hier aufzutauchen? Was willst du hier? Du hast doch, was du wolltest. Es ist was schiefgegangen. Ich kann dir heute unmöglich mehr Ware liefern. Du musst warten bis nächste Woche. Ach du Scheiße.
Sandra Teves hat sie bei ihren Betrügereien erwischt. Sie hat Völkle informiert. Dann war das doch kein Grund, sie zu vergewaltigen, oder? Ich habe bei Sven Völkle im Computer den Entwurf eines Briefs an den Anwalt des Hotels gefunden. Er wollte sie anzeigen. Sie hätten in ihrem Beruf nie mehr wieder einen Job gekriegt. Ja. Und ich weiß, dass Völkle sie gestern Mittag gegen 11 Uhr zu sich bestellt und ihn gekündigt hat. Und kurz darauf wurde er ermordet. Ja, aber doch nicht von mir. Bevor ich zu Völkle ins Büro bin, war Paula Breuer bei ihm. Und ich sage Ihnen, da ging es richtig zur Sache. Welche Sache? Keine Ahnung. Ging um irgendeine Telefonnummer und Völkle erwähnte was von Polizei. Weiß es nicht. Kerstin, was machst denn du hier? Ich kann nichts dafür. Nachdem ich Benny in den Kindergarten gebracht habe, da fuhr der Wagen ganz automatisch ins Präsidium. Ja, du bist doch krankgeschrieben. Ja, ich weiß. Aber vielleicht kann ich mich ja irgendwie nützlich machen. Der Sven Völkle, der Hoteldirektor, der hat kurz vor seiner Ermordung ziemlich oft telefoniert. Aha. Schau dir doch mal die Telefonliste durch. Vielleicht bringt uns das weiter. Gut. Schön, dass du wieder da bist. Ich möchte auch mal Blumen geschenkt kriegen. Du hast doch was viel Besseres. Mich? Stimmt. Wir müssen vorsichtig sein. Er kann doch jeden Moment reinkommen. Ich weiß, der ist seit 2 Tagen wieder da. Und hat nichts Besseres zu tun, als in meinem Fall rumzustochern. Guten Morgen, Frau Silber, Herr Kollege. Guten Morgen. Herr Reuter, schön, dass Sie wieder da sind. Danke. Ich habe Ihnen was mitgebracht. Kleines Mitbringsel aus dem Burgund. Wenn er Ihnen schmeckt, ich habe noch ein paar Kisten im Auto. Vielen Dank. Die sind sehr schön, vielen Dank. Bitte. Sie wollten zu mir? Oh, ich wollte mich auch bedanken. Wegen der Festnahme von Helmut Deichert. Sagen Sie, hatten Sie mir nicht versprochen, sich aus den laufenden Ermittlungen rauszuhalten? Herr Adrian, es hat sich einfach so ergeben. Tut mir leid. Sind Sie weitergekommen? Ich habe ein Ermittlungsverfahren gegen Christian Rohloff eingeleitet. Allerdings nur wegen Stalking. Als Vergewaltiger von Sandra Teves kommt er nicht in Frage, ebenso wenig als Mörder von Völkle. Er hat in beiden Fällen ein bombensicheres Alibi. Am Dienstag war er tatsächlich den ganzen Abend im Fitnessstudio. Und Deichert? Dem konnten wir bisher nur Betrug bzw. Diebstahl nachweisen, aber das geht Sie eigentlich gar nichts an. Und kurz danach hat er gekündigt. Ja. Hallo. Hallo. Mir ist zu Hause die Decke auf den Kopf gefallen. Kennst du doch. Ja. Weißt du, was in den Kopf gesetzt hat? Adrian sagt, dass du Deichert im Mordfall Völkle bislang nichts nachweisen kannst. Mhm. Ja, wir haben bisher nur ein Motiv. Und das reicht nicht, ihn länger festzuhalten. Wenn die Spurensicherung nicht noch was findet, dann muss ich ihn heute Abend wieder freilassen. So, sorry, ich muss noch zum Dienststellenleiter. Ja. Mhm. Ja. Und das haben Sie Herrn Völkle auch so gesagt. Ja. Gut, vielen Dank. Sie haben mir sehr geholfen. Ja, tschüss. Hallo, Kerstin. Hallo. Freut mich, dass es dir wieder besser geht. Danke. Und jetzt geht's mir sogar noch besser. Erzähl. Herr Völkle hat kurz vor seiner Ermordung Hotels in ganz Deutschland angerufen und sich mit der Personalabteilung verbinden lassen. Er wollte wissen, ob es in einem bestimmten Zeitraum zu sexueller Belästigung oder Vergewaltigung gekommen ist. Und? In einem Kölner Hotel gab es im Sommer vor 4 Jahren eine Vergewaltigung. Die Frau ist aus Scham leider erst eine Woche nach der Tat zur Polizei gegangen. Es gab keine Spuren mehr und deshalb konnte der Täter auch nicht überführt werden. Aber es gab einen Verdacht. Hier, ich habe den Personalunterlagen unseres Hotels nachgeguckt. Es gibt da nur einen, der damals in dem Hotel gearbeitet hat. Sag Thomas Bescheid. Ich fahr schon mal ins Hotel. Da braucht jemand Beistand. Das ist hier die Damentoilette. Sag mal, versteckst du dich hier unten, oder was? Der Gast auf 106 braucht ein frisches Kopfkissen. Und mach dich mal ein bisschen frisch. Sieht fürchterlich aus.
Mike? Du warst vorgestern erst um 11 zu Hause, nicht um kurz nach 10 wie sonst. Wo warst du? Kontrollierst du mich jetzt? Das war genau die Zeit, als das mit Sandra passiert. Spinnst du? Pass auf. Du bist noch genauso eine Zicke wie deine Schwester. Wer war's denn nun? Deichert oder Roloff? Ich kann einen Moment nicht zu sagen. Frau Breuer, darf ich Sie kurz sprechen? Eine Frauenstimme sagt. Frau Breuer! Vater, warte! Ja, danke, Kerstin. Der Personalchef des Kölner Hotels hat sich gerade noch mal gemeldet. Vor 10 Minuten hat eine Frau angerufen und sich als Polizistin ausgegeben. Sie hat die gleichen Fragen gestellt wie Kerstin. Das hat ihn misstrauisch gemacht. Der Anruf kam hier aus dem Hotel. Komm mal mit. Ihre Pistole ist eine Filmattrappe, ja? Könnte es sein, dass Sie zu viele Western gesehen haben? Steig auf den Stuhl. Was soll das? Tu endlich die Waffe weg. Warum hast du das gemacht? Weil sich Sandra nicht von dir klein machen ließ? Weil sie dir widersprochen hat? Weil sie dich vor anderen kritisiert hat? Weil sie klüger war als du? Paula, du bist ja komplett übergeschnappt. Steig auf den Stuhl. Lass das jetzt. Ich bin dein Mann. Sandra hat mich vor dir gewarnt. Ich wollte das nicht hören. Immer wieder habe ich mich dir untergeordnet und dir verziehen. Ich habe so gehofft, dass du dich änderst. Ich habe in Köln angerufen. Deine damalige Chefin ist vergewaltigt worden. Man konnte dir nichts beweisen. Du hast schnell das Hotel gewechselt. Ich wollte Völker nicht glauben. Weißt du, wer schuld ist an seinem Tod? Du. Ich? Wenn du nicht auf die blödsinnige Idee gekommen wärst, Sandras Selbstmord zu vertuschen und als Mord hinzustellen, dann hätte die Polizei niemals angefangen zu ermitteln. Da täuschen Sie sich. Wir hätten auf jeden Fall ermittelt. Waffe weg, Frau Breuer. Frau Breuer? Ist das das Ei, mit dem Ihre Schwester sich aufgehängt hat? Ja. Geben Sie mir die Waffe. Warum haben Sie das denn aufgehoben? Das sollte mich daran erinnern, dass ich Sandra noch etwas schuldig bin. Ich glaube nicht, dass Ihre Schwester gewollt hätte, dass Sie lebenslänglich im Gefängnis sitzen. Was Sie hier vorhaben, das ist Mord. Herr Reuter, das wird ein Nachspieler. Ja, ja. Ich dachte, ich kriege Schwierigkeiten, wenn ich eine scharfe Waffe offen in der Schublade liegen habe. Ja, haben Sie richtig gedacht. Unter diesen Umständen kann ich Sie sicher nicht zu einem Wein überreden. Nein. Aber vielleicht sollten Sie einen Schluck trinken. Es wird einiges auf Sie zukommen.
Sie haben gegen das Waffengesetz verstoßen. Ich werde Sie anzeigen. Machen Sie es gut. Das ist also Ihr tapferes Schneiderlein, ja? Ja. Wieso eigentlich tapfer? Ich kann mir schon vorstellen, dass einiges an Mut dazu gehört, Ihnen mal was Extravagantes zu verkaufen. Mut eigentlich nicht, aber Ausdauer. Guten Abend. Sind wir zu spät, Schatz? Benny konnte nicht einschlafen. Ich bin untröstlich. Da leite ich Sie zu einer Weinprobe ein und mein Lieferant kommt einfach nicht daher. Oh. Das war so ein günstiges Angebot. Herr Albert, heißt der Weinlieferant zufällig Jungblut? Sie kennen ihn? Naja. Ja, der Herr Jungblut, der wird heute nicht kommen. Das ist in Untersuchungshaft. Wegen Hehlerei. Ja, es ist leider unsere Schuld. Oh, nö. Ja, und was machen wir jetzt? Ja. Ich habe eine Idee. Thomas, komm mal mit. Ja, und meine Herren. Wie lange fährst du schon spazieren? Na, ist doch gut, sonst hätten wir jetzt nichts zu trinken. Auch nächste Woche ermittelt wieder der Staatsanwalt. Staatsanwalt Reuter? Sie werden tun, was ich sage. Sie können Ihren Job an den Nagel hängen. Was wollen Sie? Also haben wir es mit demselben Täter zu tun. Wir beide unterhalten uns jetzt. Los mit dem Gesicht, sofort los! Rainer Hunold ist der Staatsanwalt. Nächsten Freitag, 20.15 Uhr im ZDF. Wenn es für die Ermittlung eine Rolle spielt. Und Sie haben Frau Thewes auch keine Blumen geschickt oder Fotos gemacht? Frau Thewes hat mir erzählt, dass sie verfolgt wurde. Ich habe ihr geraten, zur Polizei zu gehen. Mhm. Und wo waren Sie, nachdem Sie gestern Abend das Hotel verlassen haben? Was soll das? Ich habe Frau Thewes weder vergewaltigt noch umgebracht. Ich habe damit nichts zu tun. Dann können Sie mir auch sagen, wo Sie waren. Ich habe Schach gespielt. Gehen Sie noch ein bisschen genauer. Ah, Entschuldigung, wir sind der Spind von Frau Thewes. Der ist da drüben, die 24. Ja, danke. Und wer sind Sie? Christian Roloff. Mhm. Waren Sie gestern Abend auch hier? Ja, ich war bis 22 Uhr hier. Ich hab's schon mitgekriegt, das mit Sandra. Und was haben Sie nach Dienstschluss gemacht? Ich war im Sportstudio mit zwei Freunden. Das lässt sich ja sicher nachprüfen, oder? Ja klar, ich kann Ihnen den Namen aufschreiben. Danke. Was ist? Ja. Ja, da sind Sie. Guten Morgen, Herr Hauptkommissar. Morgen, Herr Staatsanwalt. Ich war gerade am Tatort. Ist das Tatwerkzeug schon gefunden worden? Nein, aber wir gehen davon aus, dass Frau Thewes mit einem Strick erdrosselt wurde. Fingerabdrücke? Ja, eine ganze Menge, aber der Raum war ja auch für alle zugänglich. Sollte an der Leiche fremde DNA gefunden werden, wovon auszugehen ist, nehmen wir von sämtlichen männlichen Hotelangestellten und Hotelgästen DNA-Proben. Haben Sie die Gäste schon gecheckt? Sind gerade dabei. Das wird viel Arbeit, tut mir leid. Aber Sie und Ihre Frau, Sie werden das schon schaffen. Wo ist die überhaupt? Die ist krank. Übelkeit und so. Das gehört zu einer gesunden Schwangerschaft dazu. Nehmen Sie das nicht zu ernst. Christian ist fix und fertig. Der war doch so verknallt in Sandra. Vielleicht hat er sie ja umgebracht. Enttäuschte Liebe. So ein Quatsch. Sag mal, worüber hast denn du eigentlich gestern mit Sandra gestritten? Das ging ja richtig zur Sache. Ja. Setz dich wieder in meine Arbeit ein. Paula, lass das jetzt. Ich bin dein Mann.
Sandra hat mich vor dir gewarnt. Ich wollte das nicht hören. Immer wieder habe ich mich dir untergeordnet und dir verziehen. Ich habe so gehofft, dass du dich änderst. Ich habe in Köln angerufen. Deine damalige Chefin ist vergewaltigt worden. Man konnte dir nichts beweisen. Du hast schnell das Hotel gewechselt. Ich wollte Völker nicht glauben. Weißt du, wer schuld ist an seinem Tod? Du. Ich. Wenn du nicht auf die blödsinnige Idee gekommen wärst, Sandras Selbstmord zu vertuschen und als Mord hinzustellen, dann hätte die Polizei niemals angefangen zu ermitteln. Da täuschen Sie sich. Wir hätten auf jeden Fall ermittelt. Wacht weg, Frau Breuer. Frau Breuer, ist das das Ei, mit dem Ihre Schwester sich aufgehängt hat? Ja. Geben Sie mir die Waffe. Warum haben Sie das denn aufgehoben? Das sollte mich daran erinnern, dass ich Sandra noch etwas schuldig bin. Ich glaube nicht, dass Ihre Schwester gewollt hätte, dass Sie lebenslänglich im Gefängnis sitzen. Was Sie hier vorhaben, das ist Mord. Herr Reuter, das wird ein Nachspieler. Ja, ja. Ich dachte, ich kriege Schwierigkeiten, wenn ich eine scharfe Waffe offen in der Schublade liegen habe. Ja, haben Sie richtig gedacht. Unter diesen Umständen kann ich Sie sicher nicht zu einem Wein überreden. Nein. Aber vielleicht sollten Sie einen Schluck trinken. Es wird einiges auf Sie zukommen. Sie haben gegen das Waffengesetz verstoßen. Ich werde Sie anzeigen. Machen Sie es gut. Das ist also Ihr tapferes Schneiderlein, ja? Ja. Wieso eigentlich tapfer? Ich kann mir schon vorstellen, dass einiges an Mut dazu gehört, Ihnen mal was Extravagantes zu verkaufen. Mut eigentlich nicht, aber Ausdauer. Guten Abend. Sind wir zu spät? Benny konnte nicht einschlafen. Ich bin untröstlich. Da leite ich Sie zu einer Weinprobe ein und mein Lieferant kommt einfach nicht daher. Oh. Das war so ein günstiges Angebot. Oh, Sie werden das schon schaffen. Wo ist die überhaupt? Die ist krank. Übelkeit und so. Das gehört zu einer gesunden Schwangerschaft dazu. Nehmen Sie das nicht zu ernst. Christian ist fix und fertig. Der war doch so verknallt in Sandra. Vielleicht hat er sie ja umgebracht. Enttäuschte Liebe. So ein Quatsch. Sag mal, worüber hast denn du eigentlich gestern mit Sandra gestritten? Das ging ja richtig zur Sache. Das hat sich wieder in meine Arbeit eingemischt. Ist das hier? Ich war nicht der Einzige, der deshalb mit dir Stress hatte. Ich habe dich gestern noch nach 10 im Hotel gesehen. Wir kommen gleich. Ist doch komisch, du hast doch deinen freien Tag, oder? Ich habe die Inventurlisten gemacht. Dazu bin ich vorher nicht gekommen. So verstehe. So verstehe? Immer wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Wie meinst du das? Du weißt genau, was ich meine. Der Tod von Frau Teves hat uns alle sehr mitgenommen. Und ich kann verstehen, dass es jetzt schwerfällt, ganz normal Dienst zu machen. Aber wir sind ein Hotel und unsere Gäste haben Anspruch auf den allerbesten Service. Ja, also lächeln, auch wenn uns zum Weinen zumute ist. Herr Breuer, was liegt aktuell an? Also, wir haben heute eine Auslastung von 78%. Am späten Abend erwarten wir eine Reisegruppe aus Dänemark. Die sind auf der Durchreise, das heißt, Küche und Service müssen sich darauf einstellen, dass es später wird. Alles von meiner Seite. Herr Deich hat etwas Besonderes in Ihrem Bereich? Wir haben mittags ein Bankett für 40 Personen. Es ist weiter kein Problem. Alles im Griff. Was seid ihr bloß für Menschen?
Heute Nacht ist meine Schwester vergewaltigt und ermordet worden. Wie könnt ihr einfach so zur Tagesordnung übergehen? Frau Breuer, wollen Sie sich nicht doch lieber freinehmen und nach Hause gehen? Gut, dann war's das. Und bitte kooperieren Sie mit der Polizei. Herr Kommissar Reuter wird Sie einzeln befragen. Paula? Musste das eben sein? Ja, das musste sein. Geht dir das denn gar nicht nahe mit Sander? Doch, das geht mir sehr nahe. Aber vielleicht hat Völkle recht und du solltest mir Urlaub machen. Solange ihr Mörder frei herumläuft, bleibe ich hier. Die drei VIPs, die heute ankommen, sind zum ersten Mal bei uns. Haben wir Informationen, ob etwas Besonderes arrangiert werden soll? Nein. Das waren aber viermal Reuter. Hm? Lieber einmal Reuter zu viel als einmal zu wenig. Hm? Mhm. Endlich mal wieder ein Abend nur für uns zwei. Ja, den haben wir uns auch verdient. Dann bin ich doch nicht mehr gleich nach Hause. Erst essen. Oder möchtest du, dass wir zwei verhungern? Nee. Ich habe vorhin mit meiner Mutter telefoniert. Benny hat ihr verraten, dass die kleinen Kinder nicht vom Klapperstorch gebracht werden. Wer sowas glaubt, wäre blöd. Siehst du mal, wie clever unser Sohn. Oh. Ich hatte vorhin schon so ein Ziehen. Ist schon okay. Lass mich mal einen Moment. Au! Oh! Au! Was ist? Thomas! Das war viermal Herr Reuter. Sagen Sie, waren die alle wirklich schon hier? Deneuve, Bischof Pfeiffer, Adorf. Ja, ich liebe Kino. Was ist Ihr Lieblingsfilm? Oh, Das Auge, Michel Serrault. Ah, Claude Millière. Richtig. Sie sind Cineast. Ah, was ist denn Ihr Lieblingsfilm? Stirb langsam, mit Bruce Willis. Thomas, ich bin's. Ich wollte mich zurückmelden. Ich habe schon bei euch zu Hause versucht, ich glaube, ihr seid unterwegs. Was? Was meinen Sie, Herr Reuter? Ja. Der Mann ist mir ein paar Mal über den Weg gelaufen. Er wirkte gestresst, aber nicht verzweifelt. Übrigens, dieser Teil des Hotels ist für Gäste gar nicht zugänglich. Und jetzt, wo es auch noch ein Tatort geworden ist, haben ausschließlich nur autorisierte Personen Zutritt. Hm. Keine Hotelgäste? Keine Hotelgäste. Oh. Dann gehe ich wohl mal. Paula, sind die Zimmer in der dritten Etage schon fertig? Die Gäste sind angereist. Ja, die Zimmer sind fertig. Okay. Mike. Was? Das Gespräch mit Völkel, das geht mir nicht aus dem Kopf.
Paula, der wollte doch nur von sich ablenken. Der Selbstmord, das ist ein eindeutiges Schuldeingeständnis. Das zeigt, dass du recht hast. Ich weiß, das ist kein Trost, aber... Ich muss dir noch was sagen. Paula, später. Ich habe unten 30 Spanier stehen. Die waren 24 Stunden unterwegs. Die brauchen jetzt ihre Siesta. Wir sehen uns später, ja? Ich habe gerade erst angefangen. Äußerliche Verletzungen, die auf Fremdeinwirkung bei Völkel schließen lassen, habe ich bisher nicht gefunden. Warum haben Sie mich dann hierher bestellt? Weil die Obduktion von Sandra Tewes weitere Ergebnisse gebracht hat. Ich habe Abrennspuren von Tränenflüssigkeit und Zerrungsblutung in den Zwischenwirbelscheiben gefunden. Jetzt machen Sie es nicht so spannend. Sandra Tewes wurde nicht erdrosselt. Sie hat sich erhängt. Frau Dr. Brandt meint, der Ablauf ist gar nicht ungewöhnlich. Sandra Tewes wollte sich erst mal reinigen, duschen, umziehen. Und die Kleider, die sie zur Tatzeit trug, die hat sie dann weggeworfen. Und der Schock muss erst später gekommen sein. Und dass wir keinen Abschiedsbrief gefunden haben, das passt zu einer Kurzschlussreaktion. Aber wie soll sie nach ihrem Tod sich aus der Schlinge befreit und das Seil entfernt haben? Jemand hat den Tatort manipuliert, damit es wie Mord aussieht. Ja, ich habe die Spurensicherung noch mal ins Hotel geschickt. Und Frau Dr. Brandt legt eine Extraschicht ein, um Völkel zu obduzieren. Und wenn du einen Verdacht hast, dann behalte ihn bitte nicht für dich. Hallo. Also Wiedersehensfreude stelle ich mir anders vor. Paula, fängst du jetzt auch so an? Nein heißt nein. Der Rest interessiert dich nicht. Frau Breuer, kann ich etwas für Sie tun? Nein, der Kommissar will gleich noch mal mit mir reden. Nein. Sagen Sie, wie war eigentlich das Verhältnis Ihrer Schwester zu den anderen Kollegen? Sind Sie nicht privat hier? Ja. Ja, dann werden Sie sicher auch verstehen, dass ich Privatpersonen keine Auskunft gebe. Frau Breuer, bitte. Dankeschön. Ich habe gerade mit dem Krankenhaus telefoniert. Sie schläft immer noch. Schöne Blumen hast du da. Ja, die sind für Kerstin. Ich fahre gleich mal vorbei. Was hat denn die Befragung des Hotelpersonals ergeben? Keiner hat was gesehen, keiner was gehört. Und alle wollen sich sehr gut mit Sandra Tewes verstanden haben. Aber ich habe die Kollegin gesprochen, bei der Sandra Tewes vor 3 Wochen die Anzeige wegen Stalking erstattet hat. Ah ja, und? Er muss sie tatsächlich massiv bedrängt haben. Einmal hat er ihr sogar mitten in der Nacht einen Krankenwagen geschickt. Und dieses angebliche Verhältnis mit Direktor Völke? Der streitet natürlich alles ab. Ich fahre jetzt noch mal in der Gerichtsmedizin vorbei und dann mache ich mich an die Überprüfung von Völkels Alibi. Angeblich spielt er jeden Dienstagabend mit einem ehemaligen Mitarbeiter Schach. 9 Euro für eine Flasche Wasser. War früher mal 18 Mark. Tja. Sag mal, Thomas. Hm? Wie wär's denn, wenn ich noch einen Tag hier bleibe und ein bisschen die Augen offen halte? Adrian hat den Fall übernommen. Ich weiß nicht, ob der so begeistert ist. Andererseits, du hast Urlaub. Kannst du machen, was du willst. An den Oberschenkeln und im Vaginalbereich weisen eigentlich eindeutig auf eine Vergewaltigung hin. Spermaspuren? Der Täter muss ein Kondom benutzt haben. Aber damit habe ich sowieso gerechnet. Womit haben Sie nicht gerechnet? Dass er auch sonst keine Spuren hinterlassen hat. Keine Fasern, keine Hautpartikel. Weder am Körper der Toten noch an der Kleidung. Also wenn Sie mich fragen, dann hat Frau Tewes nach der Vergewaltigung ausgiebig geduscht und dann frische Kleidung angezogen. Moment mal. Also, der Täter vergewaltigt sie, er lässt ihr Zeit zu duschen und dann erdrosselt er sie. Also, das würde ja bedeuten, dass er sie gezwungen hat, seine Spuren zu verwischen. Am besten, Sie kommen morgen noch mal wieder. Dann bin ich mit der Untersuchung weiter und kann Ihnen hoffentlich mehr sagen. Okay, mach ich. Bis morgen. Im Fall rumzustochern.
Guten Morgen, Frau Silber. Herr Kollege. Guten Morgen. Herr Reuter, schön, dass Sie wieder da sind. Danke. Ich habe Ihnen was mitgebracht. Ein kleines Mietbringsel aus dem Burgund. Wenn er Ihnen schmeckt, ich habe noch ein paar Kisten im Auto. Vielen Dank. Die sind sehr schön, vielen Dank. Bitte. Sie wollten zu mir? Oh, ich wollte mich auch bedanken. Wegen der Festnahme von Helmut Deichert. Sagen Sie, hatten Sie mir nicht versprochen, sich aus den laufenden Ermittlungen rauszuhalten? Herr Adrian, es hat sich einfach so ergeben. Tut mir leid. Sind Sie weitergekommen? Ich habe ein Ermittlungsverfahren gegen Christian Rohloff eingeleitet. Allerdings nur wegen Stalking. Als Vergewaltiger von Sandra Teves kommt er nicht in Frage, ebenso wenig als Mörder von Völkel. Er hat in beiden Fällen ein bombensicheres Alibi. Am Dienstag war er tatsächlich den ganzen Abend im Fitnessstudio. Und Deichert? Dem konnten wir bisher nur Betrug bzw. Diebstahl nachweisen, aber das geht Sie eigentlich gar nichts an. Und kurz danach hat er gekündigt. Ja. Hallo. Hallo. Mir ist zu Hause die Decke auf den Kopf gefallen. Kennst du doch. Ja. Weißt du, was in den Kopf gesetzt hat? Adrian sagt, dass du Deichert im Mordfall Völkel bislang nichts nachweisen kannst. Mhm. Ja, wir haben bisher nur ein Motiv. Und das reicht nicht, ihn länger festzuhalten. Wenn die Spurensicherung nicht noch was findet, dann muss ich ihn heute Abend wieder freilassen. Du, sorry, ich muss noch zum Dienststellenleiter. Ja. Mhm. Ja. Und das haben Sie Herrn Völkel auch so gesagt. Ja. Gut, vielen Dank. Sie haben mir sehr geholfen. Ja, tschüss. Hallo, Kerstin. Hallo. Freut mich, dass es dir wieder besser geht. Danke. Und jetzt geht's mir sogar noch besser. Erzähl. Herr Völkel hat kurz vor seiner Ermordung Hotels in ganz Deutschland angerufen und sich mit der Personalabteilung verbinden lassen. Er wollte wissen, ob es in einem bestimmten Zeitraum zu sexueller Belästigung oder Vergewaltigung gekommen ist. Und? In einem Kölner Hotel gab es im Sommer vor 4 Jahren eine Vergewaltigung. Die Frau ist aus Scham leider erst eine Woche nach der Tat zur Polizei gegangen. Es gab keine Spuren mehr und deshalb konnte der Täter auch nicht überführt werden. Aber es gab einen Verdacht. Hier, ich habe in den Personalunterlagen unseres Hotels nachgeguckt. Es gibt da nur einen, der damals in dem Hotel gearbeitet hat. Sag Thomas Bescheid. Ich fahr schon mal ins Hotel. Da braucht jemand Beistand. Das hier, die Damentoilette. Sag mal, versteckst du dich hier unten, oder was? Vergewaltigt. Und ermordet worden. Wie könnt ihr einfach so zur Tagesordnung übergehen? Frau Breuer, wollen Sie sich nicht doch lieber freinehmen und nach Hause gehen? Gut, dann war's das. Und bitte kooperieren Sie mit der Polizei. Herr Kommissar Reuter wird Sie einzeln befragen. Paula? Musste das eben sein? Ja, das musste sein. Geht dir das denn gar nicht nahe mit Sander? Doch, das geht mir sehr nah. Aber vielleicht hat Völkel recht und du solltest mir Urlaub machen. Solange ihr Mörder frei herumläuft, bleibe ich hier. Die 3 VIPs, die heute ankommen, sind zum ersten Mal bei uns. Haben wir Informationen, ob etwas Besonderes arrangiert werden soll? Nein. Wie nein? Haben wir keine Informationen oder haben die Gäste keine besonderen Wünsche? Paula, fängst du jetzt auch so an? Nein heißt nein. Der Rest interessiert dich nicht. Frau Breuer, kann ich etwas für Sie tun? Nein, der Kommissar will gleich noch mal mit mir reden. Nein. Sagen Sie, wie war eigentlich das Verhältnis Ihrer Schwester zu den anderen Kollegen? Sind Sie nicht privat hier? Ja. Ja, dann werden Sie sicher auch verstehen, dass ich Privatpersonen keine Auskunft gebe. Frau Breuer, bitte. Dankeschön. Ich habe gerade mit dem Krankenhaus telefoniert. Sie schläft immer noch. Schöne Blumen hast du da. Ja. Die sind für Kerstin. Ich fahre gleich mal vorbei. Was hat denn die Befragung des Hotelpersonals ergeben? Keiner hat was gesehen, keiner was gehört und alle wollen sich sehr gut mit Sandra Teves verstanden haben. Aber ich habe die Kollegin gesprochen, bei der Sandra Teves vor 3 Wochen die Anzeige wegen Stalking erstattet hat. Ah ja, und? Er muss sie tatsächlich massiv bedrängt haben. Einmal hat er ihr sogar mitten in der Nacht einen Krankenwagen geschickt. Und dieses angebliche Verhältnis mit Direktor Völkel? Der streitet natürlich alles ab.
Ich fahre jetzt noch mal in der Gerichtsmedizin vorbei und dann mache ich mich an die Überprüfung von Völkels Alibi. Angeblich spielt er jeden Dienstagabend mit einem ehemaligen Mitarbeiter Schach. 9 Euro für eine Flasche Wasser. War früher mal 18 Mark. Tja. Sag mal, Thomas. Hm? Wie wär's denn, wenn ich noch einen Tag hier bleibe und ein bisschen die Augen offen halte? Adrian hat den Fall übernommen. Ich weiß nicht, ob der so begeistert ist. Andererseits, du hast Urlaub. Kannst du machen, was du willst. An den Oberschenkeln und im Vaginalbereich weisen eigentlich eindeutig auf eine... Wenn es für die Ermittlung eine Rolle spielt. Und Sie haben Frau Teves auch keine Blumen geschickt oder Fotos gemacht? Frau Teves hat mir erzählt, dass sie verfolgt wurde. Ich habe ihr geraten, zur Polizei zu gehen. Mhm. Und wo waren Sie, nachdem Sie gestern Abend das Hotel verlassen haben? Was soll das? Ich habe Frau Teves weder vergewaltigt noch umgebracht. Ich habe damit nichts zu tun. Dann können Sie mir auch sagen, wo Sie waren. Ich habe Schach gespielt. Gehen Sie noch ein bisschen genauer. Ah, Entschuldigung, wir sind der Spind von Frau Teves. Der ist da drüben, die 24. Ja, danke. Und wer sind Sie? Christian Roloff. Mhm. Waren Sie gestern Abend auch hier? Ja, ich war bis 22 Uhr hier. Ich hab's schon mitgekriegt, das mit Sandra. Und was haben Sie nach Dienstschluss gemacht? Ich war im Sportstudio mit 2 Freunden. Das lässt sich ja sicher nachprüfen, oder? Ja klar, ich kann Ihnen den Namen aufschreiben. Was ist? Ja. Ja, da sind Sie. Guten Morgen, Herr Hauptkommissar. Morgen, Herr Staatsanwalt. Ich war gerade am Tatort. Ist das Tatwerkzeug schon gefunden worden? Nein, aber wir gehen davon aus, dass Frau Teves mit einem Strick erdrosselt wurde. Fingerabdrücke? Ja, eine ganze Menge, aber der Raum war ja auch für alle zugänglich. Sollte an der Leiche fremde DNA gefunden werden, wovon auszugehen ist, nehmen wir von sämtlichen männlichen Hotelangestellten und Hotelgästen DNA-Proben. Haben Sie die Gäste schon gecheckt? Sind gerade dabei. Das wird viel Arbeit, tut mir leid. Aber Sie und Ihre Frau, Sie werden das schon schaffen. Wo ist die überhaupt? Die ist krank. Übelkeit und so. Das gehört zu einer gesunden Schwangerschaft dazu. Nehmen Sie das nicht zu ernst. Christian ist fix und fertig. Der war doch so verknallt in Sandra. Vielleicht hat er sie ja umgebracht. Enttäuschte Liebe. So ein Quatsch. Sag mal, worüber hast denn du eigentlich gestern mit Sandra gestritten? Das ging ja richtig zur Sache. Das setzt sich wieder in meine Arbeit ein. Der Tod von Frau Teves hat uns alle sehr mitgenommen. Und ich kann verstehen, dass es jetzt schwerfällt, ganz normal Dienst zu machen. Aber wir sind ein Hotel und... unsere Gäste haben Anspruch auf den allerbesten Service. Ja, also lächeln, auch wenn uns zum Weinen zumute ist. Herr Breuer, was liegt aktuell an? Also, wir haben heute eine Auslastung von 78%. Am späten Abend erwarten wir eine Reisegruppe aus Dänemark. Die sind auf der Durchreise, das heißt, Küche und Service müssen sich darauf einstellen, dass es später wird. Alles von meiner Seite. Herr Deich hat etwas Besonderes in Ihrem Bereich? Wir haben mittags ein Bankett für 40 Personen. Es ist weiter kein Problem, alles im Griff. Was seid ihr bloß für Menschen? Heute Nacht ist meine Schwester vergewaltigt und ermordet worden.
Wie könnt ihr einfach so zur Tagesordnung übergehen? Frau Beuer, wollen Sie sich nicht doch lieber freinehmen und nach Hause gehen? Gut, dann war's das. Und bitte kooperieren Sie mit der Polizei. Herr Kommissar Reuter wird Sie einzeln befragen. Paula? Musste das eben sein? Ja, das musste sein. Geht dir das denn gar nicht nahe mit Sander? Doch, das geht mir sehr nah. Aber vielleicht hat Volkle recht und du solltest mir Urlaub machen. Solange ihr Mörder frei herumläuft, bleibe ich hier. Die drei VIPs, die heute ankommen, sind zum ersten Mal bei uns. Haben wir Informationen, ob etwas Besonderes arrangiert werden soll? Nein. Wie nein? Haben wir keine Informationen oder haben die Gäste keine besonderen Wünsche? Paula, fängst du jetzt auch so an? Nein heißt nein. Der Rest interessiert dich nicht. Frau Beuer, kann ich etwas für Sie tun? Nein, der Kommissar will gleich noch mal mit mir reden. Nein. Sagen Sie, wie war eigentlich das Verhältnis Ihrer Schwester zu den anderen Kollegen? Sind Sie nicht privat hier? Ja. Ja, dann werden Sie sicher auch verstehen, dass ich Privatpersonen keine Auskunft gebe. Frau Breuer, bitte. Dankeschön. Ich habe gerade mit dem Krankenhaus telefoniert. Sie schläft immer noch. Schöne Blumen hast du da. Ja. Die sind für Kerstin. Ich fahre gleich mal vorbei. Was hat denn die Befragung des Hotelpersonals ergeben? Keiner hat was gesehen, keiner was gehört und alle wollen sich sehr gut mit Sandra Thewes verstanden haben. Aber ich habe die Kollegin gesprochen, bei der Sandra Thewes vor 3 Wochen die Anzeige wegen Stalking erstattet hat. Ah ja, und? Er muss sie tatsächlich massiv bedrängt haben. Einmal hat er ihr sogar mitten in der Nacht einen Krankenwagen geschickt. Und dieses angebliche Verhältnis mit Direktor Völkel? Der streitet natürlich alles ab. Das ist doch die Kollegin von der Rezeption. Hallo? Staatsanwalt Reuter, verbinden Sie mich mit dem Kriminaldauerdienst, bitte. Wer sind Sie? Ich bin Paula Breuer, Ihre Schwester. Kommen Sie, wir warten raus. Kommen Sie. Thomas. Dein Handy klingelt. Ja? Morgen. Ja, dann soll doch das der Pommering machen. Ja, ich weiß auch, dass ich Bereitschaft habe. Ja gut, dann kommen wir in einer halben Stunde vorbei. Entschuldigung. Ich komme mal, es geht zurück. Oh mein Gott. Entschuldigung. Danke. Sie sehen aus, als hätte man Sie in der Tiefschlafphase erwischt. Ja. Wer ist denn das? Sandra Thewes, eine Hotelangestellte. Angriff gegen den Hals. Sie wurde wahrscheinlich erdrosselt. Außerdem gibt es Abwehrverletzungen an den Händen, Blutergüsse an den Oberschenkeln. Alles deutet auf eine Vergewaltigung hin. Todeszeitpunkt? Zwischen 22 und 23 Uhr. Sie wurde vor etwa einer Stunde gefunden von ihrer Schwester. Die arbeitet auch hier im Hotel. Was macht denn eigentlich ihr Vater hier? Ich dachte, der ist im Urlaub. Nee, der wohnt vorübergehend hier im Hotel. Ist Kerstin oben? Nee, die ist im Krankenhaus. Wir haben gestern Nacht unser Kind verloren. Was? Aber wieso sind Sie nicht bei ihr geblieben? Das hier könnte doch jemand anders machen. Kerstin hatte nichts dagegen und ich kann jetzt hier nichts mehr machen. Womit ist sie denn erdrosselt worden? Mit einem Seil. Die Kollegen suchen noch danach. Um 6 Uhr habe ich meinen Dienst angetreten. Ich bin in den Keller gegangen, um die Bestände für das Reinigungspersonal zu checken. Da habe ich sie gefunden. Wann haben Sie denn Ihre Schwester zuletzt lebend gesehen? Wir haben uns gestern Nachmittag getroffen. Auf einen Kaffee. Meine Schicht war zu Ende. Was für ein Job?
Völker hat mir angeboten, den Food- und Beverage-Bereich zu übernehmen. Das macht doch Helmut Deichert. Ja. Ja, den hat er fristlos entlassen. Bist du denn völlig hirnverbrannt, hier aufzutauchen? Was willst du hier? Du hast doch, was du wolltest. Es ist was schiefgegangen. Ich kann dir heute unmöglich mehr Ware liefern. Du musst warten bis nächste Woche. Ach du Scheiße. Sandra Teves hat sie bei ihren Betrügereien erwischt. Sie hat Völkel informiert. Aber das ist doch kein Grund, sie zu vergewaltigen, oder? Ich habe bei Sven Völkel im Computer den Entwurf eines Briefs an den Anwalt des Hotels gefunden. Er wollte sie anzeigen. Sie hätten in ihrem Beruf nie mehr wieder einen Job gekriegt. Hm. Und ich weiß, dass Völkel sie gestern Mittag gegen 11 Uhr zu sich bestellt und ihn gekündigt hat. Und kurz darauf wurde er ermordet. Ja, aber doch nicht von mir. Bevor ich zu Völkel ins Büro bin, war Paula Breuer bei ihm. Und ich sage Ihnen, da ging es richtig zur Sache. Welche Sache? Keine Ahnung. Ging um irgendeine Telefonnummer und Völkel erwähnte was von Polizei. Weiß es nicht. Kerstin, was machst denn du hier? Ich kann nichts dafür. Nachdem ich Benny in den Kindergarten gebracht habe, da fuhr der Wagen ganz automatisch ins Präsidium. Ja, du bist doch krankgeschrieben. Ja, ich weiß. Aber vielleicht kann ich mich ja irgendwie nützlich machen. Hm? Das Sven Völkel, der Hoteldirektor, der hat kurz vor seiner Ermordung ziemlich oft telefoniert. Aha. Schau dir doch mal die Telefonliste durch. Vielleicht bringen wir uns das weiter. Gut. Schön, dass du wieder da bist. Ich möchte auch mal Blumen geschenkt kriegen. Du hast doch was viel Besseres. Mich? Stimmt. Wir müssen vorsichtig sein. Er kann doch jeden Moment reinkommen. Ich weiß, der ist seit 2 Tagen wieder da. Und hat nichts Besseres zu tun, als in meinem Fall rumzustochern. Guten Morgen, Frau Silber, Herr Kollege. Guten Morgen. Herr Reuter, schön, dass Sie wieder da sind. Danke. Ich habe Ihnen was mitgebracht. Kleines Mietbringsel aus dem Burgund. Wenn er Ihnen schmeckt, ich habe noch ein paar Kisten im Auto. Vielen Dank. Die sind sehr schön, vielen Dank. Bitte. Sie wollten zu mir? Oh, ich wollte mich auch bedanken. Wegen der Festnahme von Helmut Deichert. Sagen Sie, hatten Sie mir nicht versprochen? Das in Ruhe an. Das noch mal überlegen, Herr Direktor. Wollen Sie mir etwa drohen? Lassen Sie sich einen Krankenschein ausstellen. Und rufen Sie mich an, wenn Sie wieder arbeitsfähig sind. Gute Besserung. Staatsanwalt. Ermitteln Sie wegen Sandras Tod? Nein, nein, das macht ein Kollege. Ich bin privat hier. Um diese Zeit hat sie mit mir meinen Espresso getrunken. Ich glaube es einfach nicht. Sie war eine ganz besonders taffe Frau. Kann es sein, dass sie deshalb Ärger hatte mit einigen ihrer Kollegen? Ich meine, weil sie so taff war? Wie kommen Sie denn darauf? Ich habe nur zufällig mitbekommen, dass sie Streit hatte mit Herrn Breuer. Und
auch mit Herrn Deichert. Wie heißt das, was Herr Deichert macht? Food and Beverage. Er ist für alle gastronomischen Einrichtungen hier zuständig. Ah ja. Sandra hat einfach mehr drauf als sie beiden. Und das hat sie sie manchmal spüren lassen. Noch ein Chablis? Nein, danke. Ich will heute mal früh ins Bett. Möchten Sie vielleicht was aufs Zimmer? Ganz privat? Das ist eine gute Idee. Ja, danke. Hey, was ist das denn? Das ist die Knarre, die Gene Hackman in French Connection 2 benutzt hatte. Oh, ist nur eine Attrappe von einem Requisiteur. Mhm. Wozu brauchen Sie sowas? Fort sein gereicht, um jede Art von Ärger zu unterbinden. Harry? Dirty Harry und seine Filmzitate.